Ja, ich heiße euch alle erneut willkommen. Die Aufzeichnung ist gestartet. Lieber Thorn, dir auch erstmal ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Abendveranstaltung zum sechsten Durchlauf. Und wir haben heute mit dir was sehr, sehr Spannendes geplant und besprochen. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Es geht um das Thema antiasiatischer Rassismus und Empowerment von asiatisch gelesenen Kindern. Da freue ich mich sehr darauf. Und bevor ich dir das Wort gebe und du starten kannst und loslegen kannst, möchte ich dich kurz vorstellen. Du bist Diplompädagoge, hast in Bielefeld studiert, wie ich. Daher kennen wir uns ja auch aus alten Studi-Zeiten. Du promovierst zu Rassismuserfahrungen von SchülerInnen und Empowerment von SchülerInnen. Du bist auch freiberuflich unterwegs, du bist Berater, machst politische Bildungsarbeit, du machst ziemlich viele spannende Sachen. Unter anderem hast du auch dieses Jahr ein Mini-Projekt gehabt, wo es auch um anti-asiatischen Rassismus in Friedrichshain-Kreuzberg ging. Da kannst du vielleicht auch noch was dazu erzählen. Und deinem Vortrag, vielleicht hast du es ja auch sowieso vor. Und du bist Vater von zwei Kindern. Ich hoffe, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt und würde dir auch jetzt das Wort geben. Und ja. Herzlich willkommen und ich bin sehr gespannt. Ich danke euch ganz herzlich und auch für die Vorstellung, Noran. Und ich freue mich auch hier zu sein, ne, und begrüße euch und Sie alle hier in Runde. Ich habe mal ganz kurz die TeilnehmerInnenliste durchgescrollt und einige kenne ich und grüße ich auch mal insbesondere, ne, die ich auch kenne, und freue mich aber auch all diejenigen, die ich noch nicht kenne und die heute sich hier eingefunden haben. Ich dachte, ne, weil du es gerade aufgemacht hast, ne, auch mit unserer Freundschaft und so 22 Jahre, die wir uns kennen, dass ich, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben, niemals gedacht hätte, dass ich irgendwann mal sowas mache wie jetzt tatsächlich, ne? Also diesem Themenfeld arbeite, dass ich Inputs geben werde, ne? Und das dann schon auch online, ne? Damals war ja es noch gar nicht so im Horizont tatsächlich, ne? In meinem persönlichen Horizont, überhaupt im gesellschaftlichen Horizont. Und tatsächlich bin ich heute hier und freue mich über die Möglichkeit, das hier auch zu tun im Rahmen dieser Expertinnengespräche, und freue mich auch auf die Fragen, die nochmal kommen werden nach meinem Vortrag. Ich habe schon einige PowerPoints mittlerweile gehalten, ne? Und ich habe jetzt eine PowerPoint heute jetzt vorbereitet, von der ich sagen kann, dass sie viel mehr Bilder hat als Text, ne? Eine Sache, an der ich gerade nochmal mehr arbeite, ne? Mehr mit Bildern zu arbeiten, als eben mit Wörtern, sondern den Wörtern von mir kommen und das Visuelle eher eine Unterstützung ist. Und das Zweite, was ich gerne machen möchte, und damit steige ich auch ein, das ist vielleicht auch eine Premiere oder Neues. Ich würde gerne anfangen mit einer Passage eines Buches, das mich unglaublich bewegt hat, ne, sehr berührt hat, mir sehr viel gegeben hat, ne, dass ich so langsam wie noch kein anderes Buch gelesen habe, weil ich wirklich so Kapitel für Kapitel genossen habe und das so wirken lassen musste. Und es gibt eine Stelle, die möchte ich hier gerne nochmal reintragen als Beginn, die ich ganz passend finde. Und ich starte auch erstmal mit meiner PowerPoint, weil die das ein bisschen visuell nochmal unterstützt. Wir sind schon ein bisschen zu weit. Wir fangen hier an, von Anfang an. Das Buch, einige von euch werden es wahrscheinlich kennen. Es hat groß die Runde gemacht, ist sehr viel rezensiert worden, aufgenommen, hat sehr positive Kritiken bekommen, ist von Ocean Vuong, und das heißt im Englischen "On Earth We're Briefly Gorgeous", ne? Und auf Deutsch "Auf Erden sind wir kurz grandios". Wenngleich ich sagen würde, dass in diesem Buch sehr vieles grandios ist und nicht nur kurz, sondern auch nochmal nachhaltig grandios. Und ich lese eine Stelle vor, die ich gerne als Einstieg nochmal nutzen möchte. Vielleicht nochmal kurz zum Einfinden dieses Buch, ne? Es geht um einen Brief an die Mutter, die Analphabetin ist, ne? Und ein Brief, das auch autobiografisch ist. Also es ist auch viel von ihm selbst eingeflechtet, ne? Mit der eigenen Biografie als
Einwanderer, ne, als Asian American, auch als schwuler Mann, ne, und eben das teils auch verarbeitet, ne, in diesem Kontrast etwas zu schreiben für eine Person, die eigentlich nicht lesen kann und nicht gelernt hat zu lesen, tatsächlich, und total auch von, ja, persönlicher Einsicht nochmal gibt. Der Protagonist in dem Buch heißt Little Dog, ne, und ist aus der Perspektive von Little Dog geschrieben. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt mal reingebe. Die Mutter arbeitet im Nagelstudio und es fängt auch an mit einer, ja, offenen Bezug auch damit. Das häufigste englische Wort im Nagelstudio war sorry. Tut mir leid. Es war der eine Refrain dafür, was es bedeutete, im Dienst der Schönheit zu stehen. Ich sah, wie sich Maniküren, einige nicht älter als 7, über die Hand oder den Fuß einer Kundin beugten und sagten, sorry, sorry, tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid, obwohl sie nichts falsch gemacht hatten. Ich habe Arbeiterinnen gesehen, dich unter ihnen, die im Laufe einer 45-minütigen Maniküre dutzende Male entschuldigten, in der Hoffnung auf warmen Zuspruch, der zum höchsten Ziel führte, einem Trinkgeld, nur um dann trotzdem tut mir leid zu sagen, wenn es ausblieb. Im Nagelstudio ist sorry ein Werkzeug, um sich einzuschmeicheln, bis das Wort selbst zur Währung wird. Es entschuldigt sich nicht länger nur, sondern beharrt vielmehr, mahnt, ich bin hier, genau hier, unter dir. Es ist die eigene Herabsetzung, damit der Kunde sich im Recht überlegen und großherzig fühlt. Im Nagelstudio wird die Definition von sorry zu einem ganz neuen Wort verdreht. Einem, das zugleich mit Macht und Erniedrigung aufgeladen und wiederverwendet wird. Sorry, sich zu entschuldigen, zahlt sich aus. Sich zu entschuldigen ist, auch wenn oder gerade, weil man nichts getan hat, jede entsagungsreiche Silbe wert, die der Mund erlaubt, weil der Mund essen muss. Doch es ist nicht nur im Nagelstudio so, Ma. Auch auf jeden Tabakfeldern haben wir es gesagt. Lo siento, wiederholte Manny ununterbrochen, wenn er durch Mr. Bufords Blickfeld lief. Lo siento, flüsterte Rigo, wenn er sich streckte, um eine Machete an die Wand zurückzuhängen, vor der Buford saß und Zahlen auf einem Klemmbrett abpackte. Lo siento, sagte ich zum Chef, nachdem ich ihm einen Tag gefehlt hatte. Weil Lan in ihrem schizophrenen Anfall alle ihre Kleider in den Ofen gestopft hatte, um, wie sie sagte, die Beweisstücke verschwinden zu lassen. Lo siento, sagten wir, als das Feld eines Tages bei Anbruch der Dunkelheit nur halb abgeerntet war und der Traktor mit ausgeschaltetem Motor der besänftigten Dunkelheit stand. Lo siento, Senor, sagte jeder einzelne von uns, als wir an dem Pickup vorbeigingen in dem Buford saß. Hank Williams, wo man ließ und auf seine verdorrte Ernte hinausstarrte. Am Armaturenbrett ein passend großes Bild von Ronald Reagan. Wie wir am Tag darauf nicht mit Guten Morgen, sondern mit Lo siento an die Arbeit gingen. Der Satz mit seiner Mittenmelodie eines im Morast versinkenden, dann herausgezogenen Stiefelschritts. Dieser schmierige Dreck, von dem unsere Zungen nass wurden, als wir uns in unserem Broterwerb zurückentschuldigten. Wieder und wieder bereue ich meine Zunge, während ich dir schreibe. Ich überspringe einen kleinen Teil und lese nochmal an derselben, ne, also eine Seite weiter, in der nochmal das nochmal abschließend nochmal auch aufgemacht wird. Also Punkt, 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 Punkt. Was ich zu Ihnen sagen wollte, als ich losfuhr, auch am nächsten Morgen, jeden Morgen, ist dasselbe, was ich dir jetzt sagen will. Tut mir leid. Es tut mir leid, dass es noch so lange dauert, bis Ihre Liebsten wiedersehen, dass manches vielleicht nicht Leben durch die Wüste zurückschaffen, von Dehydrierung, Unterkühlung dahingerafft oder ermordet von Drogenkartellen oder den rechten Kadermilizen in Texas und Arizona. Lo siento, wollte ich sagen, aber ich konnte nicht, weil man tut mir leid, sich damals schon in etwas anderes verwandelt hatte. Es war zu einem Teil meines eigenen Namens geworden, nicht ohne Falschheit auszusprechen. Weshalb ich, als eines Nachmittags der Junge zu mir kam, der Junge, der alles verändern würde, was ich von Sommer wusste, davon, wie tief sich eine Jahreszeit öffnet, wenn du dich weigerst, den Tagen aus ihr hinauszufolgen, weshalb ich da sagte, tut mir leid. Der Junge, von dem ich lernte, dass es etwas gab, das noch brutaler und vereinnahmender war als Arbeit, Verlangen.
In jedem August auf den Feldern war er es, der in mein Blickfeld geriet. Als ich der Tat dem Ende zuneigte, fühlte ich einen anderen Arbeiter neben mir, konnte jedoch gepackt vom Rhythmus der Ernte nicht stehen bleiben, um ihn anzusehen. Wir pflückten für etwa 10 Minuten, in denen ich seine Gegenwart aus den Augenwinkeln immer intensiver spürte, bis er vor mich hintrat, als er mich gerade streckte, um einen welken Stängel aufzuheben. Ich sah zu ihm auf, ein Kopf größer, das feingliedrige Gesicht erdverschmiert, unter einem leicht zurückgeschobenen Stahlhelm, als wäre er gerade aus einer von Lans Geschichten heraus und mit einem unergründlichen Lächeln in meinen Tag hineinspaziert. Trevor, sagte er und richtete sich auf. Ich bin Trevor. Ich erfuhr erst später, dass er Bufords Enkel war und auf der Farm arbeitete, um von seinem wodka-getränkten Alten wegzukommen. Und weil ich dein Sohn bin, sagte ich, tut mir leid. Weil ich dein Sohn bin, war meine Entschuldigung inzwischen zu einer Verlängerung meines Ichs geworden. Es war mein Hallo. Ich finde diese Stelle so unglaublich stark, weil es so tiefergründig beschrieben wird, wie Identitäten sich formen und Identitäten sich formen durch klare Rollenaufteilung und sowas wie Platzanweiser, klare Verständnis von wer hat welchen Platz hier einzunehmen und wie sich zu verhalten und wie sich das auch in Form von Verinnerlichung und auch von Form von verinnerlichen Rassismus oder verinnerlichen Klassismus sich dann wieder Ausdruck findet in dem Ausdrücken der eigenen Person, anstatt Hallo zu sagen, Entschuldigung zu sagen oder lo siento tatsächlich. Und ich finde, was dadurch aufgemacht wird und weswegen ich hier den Bogen auch nochmal aufspannen möchte, ist so einen gewissen Machtkomplex, ne? Und den ich, glaube ich, nochmal viel deutlich lesen kann. Also wenn ich von Ocean Womb ausgehe, dann finde ich in der Szene total stark Momente von Klassismus, ne, drin, aber auch nochmal von Rassismus, ne, und auch nochmal ethnisch, nicht einmal ethnisch segregierte Arbeitsbereiche, ne? Also gerade das Nagelstudio, ne? Wo vor allen Dingen asiatisch positionierte Personen auch arbeiten und vor allen Dingen auch Frauen, ne? Das noch eine ganz bestimmte Rolle hat, ne? Aber auch gleichermaßen auch gilt für die Personen, die auf den Farmen auch arbeiten, ne? Tatsächlich. Und was ich jetzt damit auch aufmachen möchte, ist sowas wie ein Machtkomplex, der eben auch wirkt, ne? Bezogen auf Konstruktionen von Asiatinnen. Und es sind zwei große rassistische Diskursformationen, die ich hier nochmal gerade zu Beginn nochmal beleuchten möchte und die nochmal ganz zentral sind in diesem Diskurs von anti-asiatischem Rassismus. Und das eine ist so der Strang von Yellow Peril, ne? Also gelbe Gefahr im Deutschen nochmal übersetzt und der für etwas steht, ne? So Menschen, ne, asiatische Menschen, ne, und auch Länder, ne, auch gerade auch stark auch aktuell mit China, ne, als aufstrebende Wirtschaftsmacht und auch globale Macht, ne, als Gefahr zu betrachten und dass sich nochmal hineinsetzt in einen Diskurs, der auch damit gearbeitet hat, ne, asiatische Menschen als Gefahr zu betrachten. Auch in zum Beispiel, ne, historisch betrachtet in den USA, ne, mit Einwanderung, da gehe ich auch später noch mal kurz drauf ein, dass dann ChinesInnen auch unter verboten worden ist, in den USA Mitte 19. Jahrhundert auch einzuwandern, weil sie eben als eine Bedrohung gesehen worden sind für die heimischen weißen Arbeitskräfte, ne, die angefangen haben, teils die Jobs zu machen, die halt vor die auch die chinesischen Immigrantinnen übernommen hatten. Und das ist so der eine Strang, den ich aufmachen möchte in diesem ganzen Komplex, der zentral ist, und das ist dieses Yellow Peril. Und der zweite, der ist nochmal total relevant für diesen Bereich auch von Bildung, ne? Und wenn es um Kinder und Jugendliche und SchülerInnen geht, ne? Der Komplex von Model Minority, ne? Und das ist letztlich eine weiße Erfindung, eine weiße Herrschaftserfindung, die dazu dient, ne? Nochmal gewisse auch rassifizierte Gruppen, ne? Und Gruppen, die von Rassismus betroffen sind, zu spalten, zu sagen, ihr, ne?
ihr kommt aus Vietnam. Das wird auch gerade sehr stark auch im deutschsprachigen Kontext nochmal auch angewandt. Seid die guten Migranten, ihr schafft es gut, durch die Schule zu kommen, ne, einen Bildungserfolg zu haben, ne, fleißig zu sein und all mit denen, was an Projektionen besteht, die letztlich aber auch rassistische Projektionen sind, weil die eben homogenisierend sind. Klar, nicht auf alle zutreffen und gleichzeitig, ne, eine gewisse Funktion haben, diesen rassistischen Diskurs, nämlich die Abwertung von anderen Gruppen, die eben auch rassifiziert werden, ne? Die eine aufzuwerten und die anderen abzuwerten. Die Strategie, die auch dahinter steckt, ist Teile und Herrsche. Die einen, ne, dürfen, ne, dazugehören, ne, gibt es einen gewissen Teil, weil sie ein Model sind, ne? Model Minority, und die anderen sind es eben nicht. Und das ist unglaublich problematisch, weil es eben auch einerseits dies als Wirkung hat unter Communities of Color oder allen rassifizierten Communities, aber auch für die Personen selbst. Ne? Und hier sind nochmal ein Beispiel von Widerstandsperspektiven. Ne? Auch das Buch ist ein Widerstandsbuch, ne? Das das nochmal aufmacht, die auch sagen, ne? I had a voice, ne? And I see it for my community. Ich habe eine Stimme, ne? Und ich benutze die für meine Community, die eine Einheit bildet. Und das Ganze, das hat einen historischen Ursprung, ne, und hat eine historische Linie, ne, die auch schon ins 13. Jahrhundert herrührt, ne. Und wenn ich eine Linie da ziehe, ist einerseits, ne, die Geschichten von Marco Polo. Es ist mittlerweile umstritten, ob Marco Polo die Reisen ge gemacht haben. Es gibt Stimmen, die sagen, er hat gereist. Es gibt Sachen, die tatsächlich der Wahrheit entspringen, von dem, was er an Fakten nochmal beschreibt. Andererseits, ne, auch nicht, ne? Und dann wird es auch noch bestritten. Aber was Fakt ist, dass auch in den Geschichten und Erzählungen von Marco Polo im 13. Jahrhundert, ne, auch nach China, es also einer Hypersexualisierung von asiatischen Frauen kam, ne? Die dann zu Diensten angeboten worden zu den Reisenden, zum Beispiel in China, und das ein Ritual gewesen wäre, ne, das er beschreibt, und das ein gewisses einen Diskurs losgetreten hat, der sich fortgesetzt hat, ne, und auch, ne, in der jüngeren Gegenwart, ne, also ich ende hier mit dem offenen Brief und den Shootings, ne, den Ermordungen in Atlanta, ne, im Anfang dieses Jahres. Aber in Vergangenheit im 20. Jahrhundert, ne, auch in der US-Militärprostitution, ne, die gang gäbe gewesen ist, auch ins quasi auch bis auch heute herreicht, ne, in Thailand, ne, oder Philippinen oder Korea, ne, und das eine Fortsetzung war der Hypersexualisierung von asiatischen Frauen. Gleichzeitig, wenn wir das Ganze verschlechtlicht betrachten, gibt es ein Bild von asiatischen Menschen, deren Männlichkeit abgesprochen wird, ne? Also demaskuliniert wird, ne? Tatsächlich, ne? Und das eine andere Wirkung hat in den ganzen auch vergenderten rassistischen Diskurs. Was natürlich total wichtig ist, ne, das sind die Verflechtungen, ne? Und das eine ist hier die Verflechtung mit Sexismus, aber auch zu betrachten mit Cissexismus, ne, mit Klassismus, ne, mit antimuslimischem Rassismus, ne, auch unter Beachtung, dass einige Personen, die antiasiatischen Rassismus erleben, ne, und aus Ländern kommen, wie zum Beispiel, oder Herkunftsländern kommen, wie Malaysia, ne, auch teils auch Philippinen, in denen eine gewisse Anzahl und Großanzahl auch Muslime sind, ne, auch da verschiedene Erfahrungswerte haben, ne, oder auch weitere Verflechtungen mit Colorism und auch Punkt, 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 Punkt. Und das an der Stelle vielleicht auch einmal eingeblendet zu haben. Den intersektionalen, ne, auch Blick. Was vielleicht diesen ganzen Sichtbarkeit und Thematisierung von anti-asiatischem Rassismus nochmal auch ja, mehr Aufmerksamkeit gegeben hat, ist tatsächlich die Corona-Pandemie.
Es ist so, dass durch das Aufkommen der Corona-Pandemie und gewissen Sprech, ne, und gewisse auch Projektionen, die dann erfolgt sind, ne, bezogen auf China, ne, auf asiatische Menschen und vielleicht auch auf Essensgewohnheiten, ne, den Mythos, ne, wie der Virus auch entstanden ist, ne, dass es sowas gab wie anti-asiatischen Rassismus im Aufschwung durch die Corona-Pandemie und es so eine Unzahl, also international, ne, auch in Deutschland, ne, Übergriffen, Beleidigungen, Erniedrigungen, Angriffen, verbal, körperlich gegenüber asiatisch gelesenen Menschen gegeben hat. Und auch dementsprechend aber auch Widerstandsaktionen. Hier zeigt sich ein Artikel, den ich ja nur eingeblendet habe, von einer Wienerin, die Saya heißt, ne, die auch ähnlich wie eine andere aktivistische Gruppe sagt, ich bin kein Virus. Und da sind auf dieser Website, die ich auch hier eingeblendet habe, sind ganz viele Erfahrungsberichte, Erzählungen von Menschen, die in der Pandemie eben anti-asiatischen Rassismus erlebt haben und in einer Form, wie sie es bislang nicht erlebt haben. Soweit, dass sie sich nicht mehr getraut haben, auch dann in Geschäfte zu gehen, ne, in Restaurants, ne, die es auch haben als Freiberufliche, oder aus dem Haus rauszutreten, also in massivster Art und Weise. Um vielleicht so den internationalen und medialen Kontext aufzumachen, ne, in dem auch der anti-asiatische Rassismus auch sich zeigt. Ich habe es vorhin nochmal erwähnt, es gab sowohl in den USA im Jahr 1882 den Chinese Exclusion Act, ne, und in der es gesetzlich verboten war, für Chinesinnen, ne, einzuwandern. Und bis dahin aber sehr viel eingewandert sind und auch in den krassen, auch harten Jobs gearbeitet haben, weil die niemand machen wollte. Gerade, ne, den Ausbau des Eisenbahnnetzes im Westen für die USA. Und das Gleiche gab es auch in Kanada. Ein institutionelles Gesetz, ne, das verbietet, ne, eine ganz bestimmte Personengruppe einzuwandern. Mit ganz klein wenig Ausnahmen und dann Zahlen sich drastisch verringert haben. Hin zu weiteren, das hat mich auch nochmal so beschäftigt, weil ich habe damals diese Serie angeschaut. Es gab ja nicht so viel Angebote an, ich nenne es mal, asiatischen Themen, ne, oder Bezügen zu Herkunftsländern, auch zu Buddhismus. Ne? Es gibt diese Serie Kung Fu, ne? Das ist ein Shaolin-Mönch, ne, der durch den mittleren Westen, ne, auch nochmal geht und halt gewisse Abenteuer erlebt, ne, und mit Kung Fu und mit buddhistischer Philosophie einiges löst, ne, und Menschen vor allen Dingen hilft, ne, und sich dann immer zurück sind an seine Zeit im Shaolin-Kloster. Und tatsächlich wird diese Serie gespielt von einem weißen Protagonisten, David Carradine, ne, vom Namen her. Und es war damals im Gespräch, und da gab es so einen Casting, der später sehr berühmt und Weltstar werdende Kampfsportler und auch Philosoph, ne, Bruce Lee, hatte sich beworben darauf. Und ihm wurde abgelehnt für diese Rolle, mit der Begründung, dass damals die USA, ne, oder das Publikum noch nicht bereit wäre für eine asiatische Hauptfigur in einer Serie, die diesen Ausmaß hat. Und es ist heute nicht anders. Ne? Also vor 2-3 Jahren ist der Film aus dem Ghost in the Shell, ne, und auch gespielt von hier Scarlett Johansson. Ne? Und die ist basiert auf einem japanischen Anime. Und ein japanisches Anime ist eine japanische Figur. Ne? Aber hier ist es eine weiß-westliche Figur, die das spielt. Ne? Und da gab es unglaublich viel Kritik, ne, an dieser Besetzung. Und das vor 2-3 Jahren. Dann hinzu, ne, auch nochmal, ich habe das hier nochmal von der Webseite von Corientation, dem Projekt Mega, ne, die so Media Empowerment von German Asians nochmal durchführen und die auch eine Sammlung gemacht haben von Rassismus, anti-asiatischer Rassismus, der nochmal in der Presse auch zu verfolgen war. Und das ist jetzt ein Spiegel-Zeitschrift, ne, die ganz klar nochmal gewisse Projektionen bedient. Um vielleicht was Positives zu erzählen, ich werde mir später auch noch ein bisschen mehr von Power zu gehen, aber an der Stelle vielleicht schon mal was Positives zu erzählen. Es gibt auch positive Beispiele. Ne? Es ist kürzlich ein Disney-Film rausgekommen, der heißt Raya und der letzte Drache. Ne? Und es spielt natürlich in einem fiktiven asiatischen Setting. Es gibt dann gewisse Dinge, die, glaube ich, dann so
vertraut vorkommen. Ne? Ich habe mir den Film auch angeschaut, weil ich dann diesen Podcast gehört habe, wo dann die Synchronsprecherin, ne? Christina heißt sie, glaube ich, ne? Und gesprochen hat und auch selbst auch ne, asiatisch positioniert ist, ne? Tatsächlich und dann diese Rolle, diese Sprechrolle bekommt in einer sehr weißen Landschaft von Synchronsprecherinnen, ne? In denen sich irgendwie alle als Familie verstehen und so der eine von der Familie den spricht und der andere von der Familie den spricht, ne? So hat sie auch erzählt in dem Podcast, und aber von ihr besetzt worden ist. Ne? Und das ist ein positives Beispiel, in einem Disney-Film eine asiatische Hauptfigur zu haben und dann vor allen Dingen halt Figuren, oder vor ein paar Jahren kam dieser Film raus, Crazy Rich Asians, ne? Der auch nochmal sehr viele positive Kritiken bekommen hat, ne? An kompletten Asian Cast, und aber klar, in so einem ganz so luxuriösen Setting, ne? Das sind so mega, mega reiche Leute aus Singapur und eine Liebeskomödie, ne? Die sich drumherum spannt, ne? Aber irgendwie auch dennoch wohltuend, ne? Weil es auch Empowerment-Momente drin hatte, ne? Allein, ne? So wie auch am Anfang dann so die eine Mutter von dem Protagonisten, ne, mit einer Rassismuserfahrung umgegangen ist, ne, in ein Hotel, in dem kein Zimmer gewertet worden ist, ein Luxushotel, und dann das Hotel gekauft hat. Ne? Und das war schon ein Power-Moment, ne, dass es auch geht, ne, tatsächlich. Auch wenn für Normalsterbliche oder Normalverdienende das natürlich nicht innerhalb der Reichweite, der Handlungsreichweite liegt. Oder auch ein letztes Beispiel, ne, um diesen Mainstream-Klima auch noch zu verbleiben, ist auch kürzlich der Film rausgekommen, ne, von der erste Marvel, der asiatische Marvel-Held, ne, Shang-Chi in The Ten Rings. Ne? Und das ist auch etwas, was, glaube ich, viel Identifikations- und Repräsentationsmöglichkeiten schafft, auch für asiatische Kinder und Jugendliche, das im Mainstream, im Blockbuster-Kino zu sehen und auch na, erreichbar zu haben. Ich möchte auf den deutschen Kontext eingehen und möchte das gern machen anhand eines Videos, weil die das so gut aufbereitet haben, und müsste kurz nochmal umschalten. Ich zeige jetzt gleich 2 Minuten eines Ausschnitts. Das dauert drin. Okay, ich mache jetzt gleich den Ton an und Ton freigeben und 2 Minuten eines Videos, was ganz gut in so einen historischen Kontext einblendet, gerade bezogen auf Deutschland. Hier in Deutschland zu leben. Vorher aber kurz, was ist anti-asiatischer Rassismus und wo kommt er eigentlich her? Anti-asiatischer Rassismus ist, wenn Menschen allein wegen ihres Aussehens oder ihres Namens als AsiatInnen eingeteilt werden. Anti-asiatischen Rassismus gibt es seit der deutschen Kolonialzeit. Ab 1897 richtete das Deutsche Kaiserreich in China eine Kolonie ein. Die chinesische Bevölkerung wurde von den Deutschen als rückständig und minderwertig bezeichnet. Die Deutschen müssten sie zivilisieren. Kaiser Wilhelm II. Forderte 1900 in seiner Hunnenrede, den Widerstand der chinesischen Bevölkerung gegen die deutsche Kolonialmacht mit äußerster Grausamkeit niederzuschlagen. Er prägte dabei das Bild der gelben Gefahr. Bis heute glauben viele, dass asiatische Menschen eine gelbe Hautfarbe hätten. Während des Nationalsozialismus waren in Deutschland lebende asiatische Menschen von der NS-Rassenpolitik betroffen. Die Nazis steckten sie ins KZ oder ermordeten sie. Ab 1950 und vor allem ab 1970 kamen mehrere 10.000 Menschen aus Vietnam als Vertragsarbeitskräfte in die damalige DDR. Nach deren Ende kam es 1991 in Hoyerswerda und 1992 in Rostock-Lichtenhagen zu Pogromen gegen VietnamesInnen. Rechtsradikale griffen unter dem Applaus gaffender ZuschauerInnen Wohngebäude asiatischer Asylsuchender und VertragsarbeiterInnen an und steckten sie in Brand. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden als asiatisch wahrgenommene Menschen vermehrt Opfer von Beleidigungen oder körperlichen Attacken. Für einige sind sie schuld an der Pandemie.
Und das nur, weil chinesische WissenschaftlerInnen das neuartige Virus zuerst entdeckten. Ex-US-Präsident Trump zum Beispiel fantasierte vom China-Virus, das gezüchtet worden und außer Kontrolle geraten sei. Ich spreche gleich mit Frank Jung. Er macht den Podcast Halbe Kartoffel und war damit sogar schon. Ich schalte gerade mal wieder um auf meine Präsentation. Und würde nochmal zusätzlich kommentieren, was hier nochmal auch Gegenstand gewesen ist, ne, in diesem kurzen Beitrag, diesen Umriss, ne, der da geschaffen worden ist, ein paar Sachen noch ergänzen tatsächlich. Ne, und hier, ich habe jetzt eine Briefmarke als Bild genommen, ne, mit von der ehemaligen Kolonie, ne, was viele nicht wissen, dass Deutschland eine Kolonie hatte in China, ne, und auch über einen längeren Zeitraum, ich meine 15, 20 Jahre, ne, und auch tatsächlich mit äußerster Brutalität den damaligen sogenannten Boxeraufstand, ne, die für Harmonie und Gerechtigkeit eingestanden sind. Ne. Ich glaube, der offizielle Titel war Vereinigung für Harmonie und Gerechtigkeit, ne, und das eine antikoloniale Bewegung gewesen ist. Ne, und das brutals, ne, von den Deutschen, aber auch von anderen Kolonialmächten niedergeschlagen worden ist. Dann habe ich hier einen Artikel, ne, den ich hier noch verlinkt habe, ne, von Aline Hirse, ne, wo es um eine Tochter geht eines Chinesen, der in den sogenannten Chinesenviertel in Hamburg, ne, es haben sich einige Personen durch die Seefahrt in Hamburg niedergelassen, ne, die aus China kommen und haben da Läden eröffnet und hier ein Restaurant, das eben die Tochter mittlerweile betreibt, ne, und auch davon spricht, wie diese, was der Vater erlebt hat, ne, und was alles dazu geführt hat, ne, angefangen mit den Verhaftungen, ne, und das und die Trennung, die dann verbunden war. Sie war damals 1,5 Jahre alt, ne, und dann der Vater sie dann einen Person mitgegeben hat, damit eine Freundin, ne, sie nochmal großzieht, ne, weil er eben im KZ gelandet ist, ne, und dann die Kämpfe, ne, für die Gerechtigkeit, ne, und die fehlende Anerkennung, ne, und auch Wiedergutmachung im Sinne auch von finanzieller, ne, Entschädigung, ne, durch das erleidene Leid, ne, das unermesslich ist, ne, auch aufgrund von Folter. Und das in diesem Artikel nochmal dargestellt wird, ne, in dieser Person, ne, in dieser Geschichte und mit dem Bild, was auch in diesem Kneipe-Restaurant nochmal hängt, ne, von dem Porträt des Vaters. Oh, entschuldige die Unterbrechung, aber deine Präsi ist nicht in Vollbildmodus. Man kann gerade nicht so gut erkennen, was da drauf ist. Jo. Danke. Den Hinweis. Ich mache es mal ein bisschen anders. Einen Augenblick. Ich habe immer so Schwierigkeiten mit der Zoom-Leiste, dass ich ja nicht rankomme. Und deswegen brauche ich nochmal ganz kurz, um das vielleicht hier zu machen. Und dann blende ich es nochmal. Präsentation. Okay. Jetzt. Genau, hier das Foto von dem Restaurant, das ich gerade, von dem ich gerade erzählt habe, aus dem Artikel, ne? Diese Geschichte von der Tochter dieses Kranken. Dann, das wurde ja nicht erwähnt, tatsächlich, ne? Die ersten als Opfer von rassistischen Morden, ne, in den
in Deutschland, ne, anerkannt gewesen sind, ne, und zwar der Mord an Nguyen Ngoc Chau und Do Ang Lang, ne, zwei Geflüchtete, ne, als Boat People kommen, genauso ähnlich wie meine Biografie, ne, die dann mit total viel Hoffnung und Zuversicht nach Deutschland kamen 1980, ne, und von einem Trio, ne, ein Vorgängertrio des NSU, das waren drei Personen, zwei Männer, eine Frau, die bundesweit rumgereist sind und eben Anschläge verübt haben und per Zufall in Hamburg waren, an der Tanke waren, eine Boulevardzeitschrift gekauft haben und an einer Stelle gelesen haben, Geflüchtetenunterkunft, Halske Straße, und sich entschlossen haben, dies aufzusuchen und Molotow-Cocktails ins Erdgeschoss zu werfen. Ein Molotow-Cocktail war halt in das Zimmer von den beiden und die hatten keine Chance. Die hatten keine Chance, sich zu retten und sind gestorben. Und es gibt einen seitdem, ne, und das sind jetzt gut 40 Jahre, gibt es die Versuche, ne, für die Anerkennung, ne, und die Gedenktafel, ne, und die sich dafür einsetzen, die Initiative Halske Straße. Und dadurch, und das andere ist, glaube ich, sehr präsent, ne, ist halt Rostock-Lichtenhagen, das Sonnenblumenhaus, ne, und das Glück, ne, durch diesen Mob, ne, der Jahre, der tagelang da randaliert hat, ne, und sich einfach unter aller Maßen verhalten hat, ne, und Brandanschläge verübt hat und nur per Glück die vietnamesischen Vertragsarbeitern sich retten konnten übers Dach, ne, und aufs andere Haus und auch mit dem Chef der Ausländerbehörde damals, ne, einer weiteren Person. Und das war ein Glück, dass es so gekommen ist. Und was so das beide verbindet, ne, ist der Kampf um vielleicht auch um Anerkennung, ne, oder dieses Teil der auch deutschen Geschichte zu sein, ne, und auch ein Blick von Erinnerungsarbeit, die damit verbunden ist, ne, und Aufarbeitung auch dessen, weil auch in beiden Fällen, ne, also gerade stärker Rostock-Lichtenhagen, das ein Versagen war der Sicherheitsbehörden, ne, der Polizei, ne, die dazu nicht, das nicht gelungen ist, ne, auch teils auch durch die politischen Verantwortlichen, ne, die das nicht angemessen sich verhalten haben, ne, und versagt haben, ne, auf ganzer Linie dem Einhalt zu gebieten. Und das zeigt nochmal, vielleicht nochmal die systematische Komponente auch von Anti-Rassismus, ne, diese Marginalisierung, ne, und dieser Personen, ne, in den Erlebnissen, die so gravierend sind, tatsächlich. Bis heute. Und im nächsten Jahr jährt sich das Rostock-Lichtenhagen 92, dann sind es 30 Jahre. Ja. Und was so krass ist, ne, das ist vielleicht noch ein Bogen, den es auch spannend, ne, so eine Frage von Bleiberecht, ne, die Personen, die damals hier den Brandanschlag erlebt haben, die mussten Tage später, ne, wurde denen zugemutet, in das Haus zurückzukehren. Die haben sich absolut geweigert, ne, die waren in einer Jugendherberge untergebracht. Ne, und das zeigt halt auch nochmal die Entmenschlichung, die da stattfindet. Ne, und es gibt einen Artikel von Vanessa Wu, ne, in der Zeit, ne, der auch großartig geschrieben ist, ne, und der davon spricht, die stille Entmenschlichung. Das ist der Titel für anti-asiatischen Rassismus. Und das zeigt die Entmenschlichung, der eben den Rassismus und die rassistische Struktur, die rassistische Gewalt, ne, und das System, ne, nochmal hervorbringt. Und auch dazu führt, dass die Personen, die das erlitten haben, keine Entschädigung bekommen haben. Nicht mal das, was verbrannt worden ist. Nicht mal das haben sie entschädigt bekommen. Und viele nochmal abgeschoben wurden. Das noch hinaus. Ne? Und das, ne, wirklich ein düsteres, ne, und bitteres Bild auch nochmal zeigt, ne, von Deutschland und den Rassismus in Deutschland, auch gegenüber asiatischen Menschen. Ich habe immer so ein bisschen eine Last immer auf der Schulter, wenn ich darüber spreche, Rostock-Lichtenhagen, weil ich mich dann erinnere, wie ich damals selbst auch im Wohnzimmer mit Eltern auch gesehen habe, in den Nachrichten, ne, und das so fassungslos war in diesem Ausmaß der Gewalt, ne, und wie das so auf mir gesessen hat und auch in dem, den Aufarbeitungen, ne, die ich damit hatte und auch in dem, was ich nochmal hatte, auch mit dazu, mich auch eine Position zu finden, ne, zu Rostock-Lichtenhagen und nochmal auch unterstützt wird, auch durch gewisse Filme, die das nochmal dokumentarisch aufmachen. Ich
Hier habe ich nicht so viele Bilder gefunden. Ne? Das ist jetzt so, wo ein bisschen mehr Wörter als Bilder sind tatsächlich. So Bildungseinrichtungen, Blick auf Kinder und Jugendliche, ne? Und wo sich da auch Rassismen nochmal auch zeigen, ne? Bezogen auf asiatisch, ne? Asiatisch positionierte Menschen, ne? Angefangen von der Lauttabelle, wo dann C wie Chinesisch steht und gewisse dann Gesten, Mimiken gemacht werden und gelehrt werden, ne? Tatsächlich, die rassistisch sind. Hin zu dem Kinderlied Drei Chinesen mit Kontrabass, ne? Das weiterhin auch gesungen wird. Ne? Da gibt es auch sehr guten auch, Text auch von zu Kinderliedern, ne? Von Kids, ne? Von der Fachstelle Kinderwelten, okay, als alle Empfehlungen, ne? Die nochmal darauf eingehen, ne? Auf diskriminierungssensibel auch Kinderlieder nochmal zu beachten. Hin zu der Beleidigung Ching Chang Chong zu Tonschere Stein, ne? Das immer noch geläufig ist. Ne? Hin zu nicht berücksichtigende Kolonialgeschichte in Asien, ne? Von Deutschland oder Migrationsgeschichte nach Deutschland, also asiatischen Ländern. Ne? In der Vietnamese Community, Boat People, ne? Vertragsarbeiterin, die koreanischen Krankenschwester, die koreanischen Bergarbeiter, die gekommen sind, ne? Und Punkt, 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 ne? Hin zu den Beleidigungen, Herabwürdigungen, Rassismus aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbunden, dass ich Projekte, ne? Das hat sich gehäuft, ne? Auf den Schulhöfen, im Schulalltag, dass eben asiatische Kinder oder asiatisch gelesene Kinder solche Erfahrungen gemacht haben, ne? Und die für sie dann auch neu waren in dieser Qualität oder Dimension, in dieser erschreckenden Dimension. Und nicht zu vergessen Model Minority, ne? Was immer so als Struktur drüber schwebt, ne? Als besonders, ne? Auch nochmal geadert zu werden, ne? Und positiv, ne? Konnotiert zu werden, was aber letztlich eine unglaublich negative Tiefenwirkung hat. Ich komme zur Richtung Widerstandsbewegung, ne? Und Empowerment, ne? Auch so gegenüber anti-asiatischen Rassismus. Und hier eine Person, die damals Ende der 70er Jahre 1978 die koreanische Frauengruppe gebildet, gegründet hat, ne? Kok Namcho Wuwe. Und die auch im Vorstand ist bei Namikra, ne? Da habe ich auch das Bild hier jetzt genommen und die jetzt auch Jubiläum gefeiert haben, eine koreanische Frauengruppe, ne? Und sich für Frauengesellschaftsthemen nochmal einsetzen und die hier auch schreibt in einem Beitrag, ne? In der sie nochmal die Geschichte darlegt, ne? Zur Gründung und der damaligen Situation von koreanischen Krankenschwestern. Wir erklärten, wir kamen hierher, weil deutsche Krankenhäuser uns benötigten, wollen nicht, wie die Handelswaren, hin und her geschoben werden. Es erinnert mich so an den, das Zitat, was immer wieder auch genannt wird, ne, bezogen auf Gastarbeiter, GastarbeiterInnen. Ne, wir riefen Menschen und es kamen, wir riefen Arbeiter, ne, und Arbeiterinnen und es kamen Menschen, ne, tatsächlich, ne, und tatsächlich das gar nicht mitbeachtet bei uns und dann sich aber Widerstand formiert hat für das Bleiberecht, ne, und Demos und verschiedene Aktionen gestartet worden sind, die auch erfolgreich gewesen sind. Und die mittlerweile auf ein Jubiläum zurückschauen können, ne? Und eine Kontinuität von 30 Jahren, ne? Feministische Arbeit, ne? Die auch darin mündet, ne? Auch Richtung, da komme ich auch vielleicht später im Rahmen von auch der Friedensstatue, ne? Und der Zwangsprostitution von asiatischen Mädchen und Frauen, ne? Und in großen Dimensionen, großen Zahlen während des japanischen, ja, Besatzung, ne? Imperialismus, ne, im Zweiten Weltkrieg. Ein weiteres Beispiel zu nennen, dass hier die koreanische Frauengruppe, ne, mit einem Seminar und sich nochmal auch zeigen, ne, und das andere, die vietnamesische VertragsarbeiterInnen, die sich auch dagegen gewehrt haben, abgeschoben zu werden. Ne. Und es sind einige, die gegangen sind aus dieser Gruppe, die kein Bleiberecht hatten und andere, die sich aber das erstritten haben, ne, und auch geblieben sind. Ne. Und hier eine Demo, die in Schwerin stattgefunden hat, 92. Und das aber mit einer Auflage versehen war. Ich glaube, bei Mitte 90er Jahre war die Auflage, dass die Personen einen gewissen eigenständigen Lebensunterhalt nochmal vorweisen müssen, ne? Also einen gewissen Verdienst haben müssen, damit sie bleiben können, weil die natürlich in einen gewissen Arbeitssegment nicht reingekommen sind, ne? Auch aufgrund von Rassismus. Ja? Klar, auf der Hand haben die sich eben freiberuflich gemacht, ne? Und in Bereichen freiberuflich gemacht, in denen das eben möglich war. Gastronomie, ne? Und Floristik, ne? Blumen verkauft und mittlerweile ist es auch Maniküre, Pediküre, ne? Früher auch, ne? In diesen Bereichen, ne? Und deswegen dann freiberufliche Tätigkeit nachgehen, auch nachgegangen sind und nachgehen mussten, die natürlich total auch harte Arbeitsbedingungen waren. Ja.
Ich schaue mal auf Kontext Berlin. Ne? Also wir sind ja hier in Berlin, ich bin ja hier in Berlin, ich bin hier in Berlin-Kreuzberg. Und eine Sache, die, glaube ich, vor, ich glaube, es waren 6, 7, 8 Jahre, ne? So letzten 10 Jahren auf jeden Fall passiert ist. Es gab ein Plakat vom Heimathafen Neukölln, was als Volkstheater gefördert wird, ne? In der eine weiße Frau, ne? Eine weiße junge Frau, eine Mitarbeiterin von dem Heimathafen Neukölln, die Augen hochzieht, ne? Und die typische rassistische Geste macht, ne? Und es daraufhin einen großen Widerstand und einen offenen Brief gab, ne? Von verschiedenen Einrichtungen, ne? Hier Migrationsrat Berlin-Brandenburg, ISD, VI, FW, EV, Corritation, klar, das heißt Asiatisch-Deutsche und Korea-Verband, Asiatisch-Deutsche, auch Vereine, ne? Mit dem Aussage, wir sind keine Schlitzaugen, ne? Und hier nochmal ein Zitat aus diesem offenen Brief hier vorlesend. Leiste hier. Ja. Das Bild vermittelt die Macht als überlegen fühlende Weise in Blackfacing-Manier, sich über asiatisch Aussehende lustig zu machen und dabei ihr Gesicht zu einer Grimasse zu deformieren. Sowohl die zynische Karikatur asiatischer Menschen als hinterhältige Unmenschen, als auch der Mythos der Schlitzaugen als typisch ostasiatische Attribute, verfügen über eine jahrhundertealte kolonialrassistische Tradierung. Und es war verbunden mit dem offenen Brief sehr viele Fragen und Forderungen nochmal gestellt. Ne? Und es gab auch einen, glaube ich, einen Aushandlungsprozess, der dann auch losgegangen ist, ne? Mit dem Heimathafen Neukölln, ne? Den ich dann aber nicht mehr so gut in Erinnerung habe, wie es ausgegangen ist. Ich würde aber gerne noch andere politische Positionen reinbringen, ne, bezogen auf die Morde an den, ich habe es vorhin gar nicht so klar erläutert und es ist vielleicht gar nicht für allen ein Begriff. Es gab Anfang des Jahres, im Frühjahr, ne, Morde an asiatischen Frauen oder hauptsächlich asiatischen Frauen, ne, in den USA, in Atlanta, ne, und von einem weißen Mann. Und als dann dieser weiße Mann gefasst worden ist, wurde diese Morde noch verharmlost, ne, von einem Polizeichef, der dann auch suspendiert worden ist, weil er gesagt hat, er hatte einen schlechten Tag. Und das ist so katastrophal, ne, wie das nochmal auch, also überhaupt, ne, auf den Blick auf die Betroffenen, die Angehörigen, ne, und die Opfer, ne, dieser Morde nochmal auch nochmal richtet, ne, und stattdessen den weißen Mann ein Verständnis gibt, ne, tatsächlich, ne, eine Form von White Allyship, ne, Solidarisierung, ne, trotzdem er gemordet hat, ne, und aus gewissen Gründen gemordet hat. Und es wurde auch nicht gleich als Anti-Asiatisch-Rassismus auch gelesen, ne? Oder so eingeordnet, sondern es hat erstmal die Stimmen von Asian American, ne, Initiativen gebraucht, um das so einzuordnen. Und auch in Deutschland hat sich da auch nochmal einiges geregt, um politische Positionen und Forderungen nochmal kundzutun, ausgehend von verschiedenen Organisationen, ne, von Diaspora Asia, BAFNet, ne, Ich bin kein Virus, Corrientation, und weiteren. Und die würde ich gerne auch einmal vorlesen, ne? Um das vielleicht auch mal hier reinzuholen. Und die erste Forderung lautet: Wir fordern die deutsche Regierung auf, anti-asiatischen Rassismus und asiatische sowie asiatisch-diasporische Menschen als vulnerable und schutzwürdige Gruppen im nationalen Aktionsplan gegen Rassismus anzuerkennen. Und diese Anerkennung ist total wichtig, ne? Weil sich aus dieser Anerkennung Maßnahmen stricken und Maßnahmen auch bedeuten können, überhaupt sowas einzuführen wie ein Monitoring, was nochmal eine Schwachstelle war, ne? Es gab so viele Übergriffe im letzten Jahr auch in Berlin. Ich hatte für Reach Out auch nochmal einen kleinen Input gegeben, ne? Weil die halt das nochmal als ein wichtiges Thema auch begriffen haben im Jahr 2020, im Jahresrückblick. Und es war aber klar, es gibt keine Beratungsstelle für asiatisch-deutsche, asiatisch gelesene Menschen, ne? Es gibt Beratungsstellen, ne, und das ist total großartig, ne, für andere betroffene Gruppen, aber das gibt es nicht. Und das hat auch nur mit der Struktur zu tun und nur diese fehlende Anerkennung. Und deswegen ist sie so relevant, ne, gesehen zu werden und aufgenommen zu werden in diesen Katalog. Die zweite Forderung lautet: Wir fordern Berücksichtigung asiatisch und asiatisch-deutscher Perspektiven in institutionellen
Dekolonisierungsprozessen zu werden, multiperspektivische Erinnerungspolitik, ne? Angefangen mit einer Kolonialgeschichte in Deutschland hin zu den Verflechtungen, ne? Die es bedeutet, dass diejenigen, die aus asiatischen Ländern hierher migriert sind, auch eine Geschichte haben, ne? Und auch eine Erinnerungsgeschichte haben, ne? Die eine Heterogenität auch nochmal aufbildet, ne? Und die vielleicht auch Spannungsmomente hat, ne? Tatsächlich auch. Aber die auch sichtbar gemacht werden kann. Dann die Forderung, wir fordern die Verankerung von antirassistischen Lernansätzen im Bildungssystem von der Kindertagesstätte bis hin zur Hochschule. Das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet, ne? Und ich glaube, dass ich heute irgendwo bei Change.org gelesen habe, dass der neue Koalitionsvertrag irgendwie was aufnehmen würde für Berlin, dass dem nochmal entgegenkommt oder wirklich gerecht wird. Mal schauen, ne? Ich bin ja immer sehr skeptisch, ne? So tatsächlich, wie umfassend und weit gedacht es ist, weil es fängt ja an mit der Ausbildung von Lernpersonen, ne? Von dem pädagogischen Personal, ne? Und das ist ja der erste Schritt, ne? Hin zu dem, was an den Kindern und Jugendlichen geboten wird, ne, den Lernangeboten. Und da braucht es nur total viel. Ich habe recht viel in Bildungskontexten gemacht, auch in Schulkontexten, und sehe da mega großen Bedarf Richtung Rassismus und Diskriminierungssensibilität. Und der vierte Punkt, wir brauchen institutionelle Strukturen, die Gesellschaft vielfalt thematisch und personal repräsentieren können. Dies gilt insbesondere für den Medienbereich, ne? Auch nochmal Schulungen von Journalistinnen, ne? Und auch weiteren entscheidungstragenden Personen, die den öffentlichen Diskurs auch prägen. Ganz kurz hier, ich habe ausgewählte Empowerment-Perspektiven, Sachen, die mich auf jeden Fall immer wieder inspirieren, bewegen, ne? Die ich höre, die ich lese, auf die ich schaue, ne? Die ich toll finde. Ne? Und das ist wirklich ausgewählt, weil es noch viel mehr gibt und ich hier noch viel mehr noch hinzufügen könnte. Ne? Angefangen von dem Kollektiv in Hamburg, Tiger Riots, ne? Ein Kunstkollektiv, ne? Die auch eine kleine Broschüre rausgegeben haben, ne? Zu anti-asiatischen Rassismus und dazu arbeiten, hin zum Podcast Rise and Shine, ne? Von Min Hu Chang und von Vanessa Wu, ne? Beiden, die ich sehr gerne höre in den verschiedenen Folgen, die auch zum Beispiel zu Hamburg 1980, ne? Halsgestraße, auch eine sehr gute Dokumentation gemacht haben, die halt auch im letzten Jahr, dieses Jahr, den CIVIS-Preis bekommen hat, ne? Also prämiert worden ist. Hin zu Diaspora Asia, ne? Die auch Podcast auch ist, ne? Und sehr politisiert, sehr klar, ne? Auch nochmal Themen behandeln und aufmachen, ne? Und hinzu auch zu dem Buch, was jetzt hier in der zweiten Neuauflage erschienen ist, weil es vergriffen gewesen ist, Asiatische Deutsche von King Niha. Hinzu weiteren, also hier würde das, glaube ich, das Bild sprengen von all denen, die gerade aktiv werden. Und das ist, glaube ich, das Positive, was gerade passiert. Ne? Wo macht er? Es ist auch Widerstand, glaube ich, Foucault das gut gesagt hat. Ne? Und so sieht es eben auch da diesbezüglich aus, ne? Auch bezogen auf anti-asiatischen Rassismus, da ist eben auch Empowerment, ne? Gegen anti-asiatischen Rassismus und Beyond. Ne? Ich finde das Beyond total wichtig, weil es darum geht, ne? Nicht nur auf den Gegenrassismus zu sein, sondern halt auch jenseits des Rassismus zu sein, ne? Und etwas zu haben, was sich davon löst und unabhängig macht und dennoch auch stärkt, ne? Und ein und verbindet. Oh ja, und jetzt im Raum von asiatisch gelesenen Kindern. Ich habe total viel, ich habe voll viel nachgedacht tatsächlich, ne, weil es ein Thema ist, was mich persönlich sehr bewegt mit Anfang von der Nachricht, dass ich Vater werde, ne, als meine Partnerin schwanger war, ne, und ich mir so unglaublich viel Gedanken gemacht habe von, wie ist es, Kinder zu haben hier in Deutschland, ne, und wie ist es, Kinder zu haben, die rassifiziert sind, die wahrscheinlich als asiatisch gelesen werden, ne, was auch tatsächlich auch der Fall ist, ne, und es hat mich so nochmal eine weitere Welle der Auseinandersetzung mit mir auch nochmal reingehieft, ne, und da reinzugehen, ne, was es dann bedeutet, diese Kinder zu stärken und zu begleiten in ihrem Leben, ne, und trotz allem, dass ich in Kreuzberg lebe und es eine Selbstverständlichkeit gibt, ne, von Heterogenität von Kindern, ne, in der Kita, in der meine Kinder sind, ne, hier in Kreuzberg mitten auf dem Lausitzer Platz, ne, und dass da geflüchtete Kinder gibt, ne, schwarze Kinder, ne, Kinder, die türkischer, kurdischer, ne, iranischer Herkunft sind, ne, und Kinder, die dann gewisse Heterogenität auch nur abbilden, ne, und nichtsdestotrotz, ne, Erfahrungen mache, auch mit meinen Kindern und meinem Sohn, ne, die total erschreckend waren, ne, und auch in dieser Kita,
Ne? Dass mein Sohn, ne, der ist damals auch in dem Alter, war glaube ich 3, das gar nicht so richtig einordnen konnte, habe ich total mich so dermaßen wütend erschrocken hat, ne? Weil er auch diese Geste erlebt hat, ne? Dass sein bester Kumpel, ein weißer Junge, ne, dieses Ding gemacht hat, ne, ihm gegenüber. Ne? So, ne? Und ich natürlich dann gefragt war, wie spreche ich mit ihm, ne? Wie führe ich das Gespräch, damit er es in seinem Alter verstehen kann, ne? Und was bedeutet das, mich da reinzugeben, weil ich natürlich auch ein ganz bestimmten Schmerz habe diesbezüglich, ne? Das ist meine Kindheitsbiografie, das ist auch meine Biografie, die vielleicht nicht ganzheitlich geheilt ist, ne? Und das auch eine Rolle spielt in die, wie ich meine Kinder begleite, ne? Und das gleich auch einfach da ist, ne? In dem, wie es ist, und das ist ein sehr aufreibender und auch sehr schmerzhafter Prozess für mich gewesen ist, ne? In dem ich natürlich Gespräche geführt habe mit den Eltern des Jungen. Ne? Wir waren ja auch gut im Gespräch, weil wir die Kontakt hatten, die mochten sich, ne? Die haben einfach viel Quatsch gemacht, ne? Aber es gab halt immer wieder den hier, ne? Und es war halt auch eine gewisse Form von Dominanz, ne? Und auch ein gewisses Rollenzuweisung, was eben auch unter 2- bis 3-jährigen Kindern, Jungs gemacht wird, ne? Zuweisung, ne? Tatsächlich. Und auch unter Aspekten von Männlichkeit, ne? Und sowas von, also hier Cornell, ne? Raven Cornell mittlerweile, ne? Für Robert Cornell, ne? Hat er auch geschrieben, ne? Von hegemoniale Männlichkeit, ne? Unterdrückte Männlichkeit, ne? Und dass auch da schon verhandelt wird, ne? Kombiniert mit Rassismen, ne? Ganz klar. Von, ey, ich kann dir das machen, ne? Ich kann dich da zuweisen, tatsächlich. Und natürlich auch Gespräche geführt mit der Kita, ne? Um da nochmal drauf zu schauen. Und dennoch bleibt das, dass es nicht wirklich irgendwie zufriedenstellend war. Das bleibt, ne? Ohne jetzt nochmal weiter reinzugehen. Ne? Und Noran hat es vorhin erwähnt, ne? Ich habe aufgrund dieses eigenen persönlichen Bedarfs, ne? Wie es halt tatsächlich immer so ist, ne? Auch dieses Jahr ein Mini-Projekt durchgeführt, ne? In Friedrichshain-Kreuzberg auch gefördert, ne? Von Demokratie leben, kommunalen Geldern, ne? Ein echt kleines Projekt, wo es darum geht, asiatische oder asiatisch-deutsche Eltern und ihre Kinder, ne? Auch nochmal zu einen Austauschrahmen zu schaffen, einen Stärkungsrahmen und Treffen zu machen. Und das war richtig toll. Das war ein richtig schöner Rahmen, ne? Und Raum, der sich da eröffnet hat, ne? Auch für die Kinder, ne? Auch dabei, wir haben dann gegrillt, ne? Hier haben wir meinen Bürogarten, ne? Und haben Pläne auch zu kochen über den Winter, ne? Wenn es jetzt auch nochmal kälter draußen ist, ne? Und es haben sich so leichte Bande zwischen Kindern entwickelt, ne? Von ey, wollen wir nicht immer uns noch mehr treffen, ne? Und uns sowieso und sehr viele Themen noch besprochen haben, die uns einfach so beschäftigen in der Begleitung unserer Kinder und dem, was halt anti-asiatischer Rassismus oder Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen, ne, auch nochmal macht, ne? Und auch mit uns macht tatsächlich, ne? Und ich finde, in diesem ganzen Sprech, ne? Und auch diesem Beachten von Empowerment, ne? Und Unterstützen von Kindern, finde ich die Haltung und die Position und die vielleicht auch heilsame und klärende Prozesse von den Erwachsenen so entscheidend, ne? Eigentlich ist das der Vorschritt, ne? Dem, ne? Das ist, was ich, glaube ich, nochmal hier als einen Erkenntniswert reingeben möchte, ne? Von, es geht erstmal auch um unsere eigene innere Arbeit, um überhaupt empowern zu können, ne? Und in heilsame Prozesse zu gehen, um überhaupt Empowerment begleiten zu können, ne? Von den und von den Kindern. Wir haben kurz nach 7 und ich wollte, weil ich angefangen habe mit der Geschichte, auch mit der Geschichte enden, tatsächlich, die ich sehr schön finde und die mich in ein schönes Gespräch nochmal gebracht hat mit meinem Sohn. Ich bin ja sehr auf der Suche nach Büchern, die in denen so asiatisch gelesene Kinder Protagonistinnen sind, ne? Oder auch Figuren, ne? Und das ist total wichtig, ist, ne? Repräsentation zu schaffen, und habe da echt viel gesammelt, ne? Und auch viel gekauft, weil es einfach nicht so zugänglich ist und recherchiert und überhaupt, ne? Und es gibt ein Buch, das finde ich ganz toll, weil es eben ein Buch ist, ne? Es gibt ja verschiedene Richtungen. Es gibt ja auch so Empowerment-Richtung von ne? Traditionen, ne? Und auch so Weisheiten, Rituale, wie auch immer, ne? Und auch nochmal einzublenden. Und das hat halt einfach so einen Fokus auf, der Ausgangspunkt ist eine Mobbing-Erfahrung, ne? Und das Buch heißt My Footprints, ne? Von Baofi und illustrated by Basia Tran, ne? Und ist ein Mädchen, ne? Und das jetzt am Anfang, ne, eine Schule ist, ne, 2 weiße Kinder, ne, beleidigen das Mädchen, das ist total wutentbrannt und läuft nach Hause und ist halt total, ne, hat dann verschiedene Orte auf dem Weg nach Hause, ne? Und hinterlässt dann währenddessen so Fußspuren, ne?
My Footprints. Und kommt nach Hause, ist total aufgewühlt, ne, und trifft die beiden Mütter, ne, und die fragen natürlich, ey, was ist los, ne, und fängt dann zu erzählen, ne, und im Gespräch, ne, kommt es dann halt so ein Blick von, okay, was kannst du tun, ne, was kann ich tun, ne, wie kann ich mich mehr wehren, ne, was kannst du stärken, ne, und wie macht ihr das denn, ne, und das will ich gerade nochmal zeigen, vielleicht als Ausklang, ne, von dem heutigen Input. Ich möchte der größte und stärkste und das fürchterlichste Monster sein, sagt Tui. So, dass die anderen Kinder in der Schule, die mich ärgern, dass ich zwei Mütter habe oder mir sagen, dass ich zurückgehen soll, wo ich herkomme oder mir Namen, irgendwelche Namen rufen oder mich beleidigen, weil ich ein Mädchen bin, dass ich denen sagen kann, stopp. Können wir mit dir spielen, fragt Mami Ngoc. Ja, sagt Tui, lass uns Fußspuren machen. Mami Ngoc sagt, ich frage mich, welche Kreatur wir gemeinsam sein könnten, die gemeinsam stärker wäre. Was ist dein Favorit, fragt Tui. Der Phönix, sagt Mami Ngoc. Tui schaut auf den Schatten, der sich dann einmal entlang bildet anhand der blauen, langen Federn. Diese große Schatten und sie ruft, steh auf von der Asche und erinnert sich an die Geschichte über diese kräftige, mächtige Figur. Die drei halten ihre Hände und Tui in der Mitte und sie breiten ihre Arme aus, sodass sie gemeinsam den Schatten ihre Schatten eine große Spannbreite, ne, bilden. Was ist dein Favorit, Mami? Fragt Tui, Mami Arti. Erinnerst du dich an das Gemälde, das ich dir einst zeigte von Sahaba? Fragt Mami Arti. Ein Halblöwe, Halbvogel, sagt Tui. Die drei stehen in einer Reihe mit den Händen an der Hüfte und sie werden furchtlos und mit vielen, vielen versehenen Kreaturen. Eine unerwartete Kombination von wunderschönen Dingen, schreit Tui, als Saraba durch den Schnee schreitet. Was ist dein Favorit, Mami Arti, fragt Tui. Ich möchte mir mein eigenes machen, sagt Tui. Es kann fliegen, es kann schwimmen, es kann rennen und es ist immer irgendwer etwas anderes oder irgendwer anders und isst nur Geburtstagskuchen die ganze Zeit. Es hat schwarze Haare, schwarze Augen, es ist sowohl Junge und Mädchen, die Haut ist wechselt sich von schwarz zu hellbraun, ne, ist mal hell, mal dunkler, nicht um sich zu verstecken, aber um immer in gewissen anderen schönen Licht erscheinen zu können. Und es verletzt niemals irgendwen oder macht sich niemals über irgendwen lustig. Das klingt nach meiner neuen Lieblingsfigur, sagt Mami Arti und lacht mit einem ganz warmen Bubble. Wie ist der Name? Der Name ist Snakebottom, sagt Therese und ändert sofort die Meinung. Nein, es heißt Artitoingoposaurus. Als die drei die Hände halten und Fußspuren machen, die Fußspuren so rar und wunderschön und stark und mutig und schnell und leise, des Artitoingoposaurus in dem feinen, kalten Schnee. Tui fängt an zu singen, unsere Fußspuren, und damit möchte ich erstmal mein Input enden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Thorn.
Ich bin noch am Sammeln der Fragen. Dinem, kannst du mich vielleicht unterstützen, das in den ins Dokument zu kopieren? Ich kann gleich die letzte Frage, warte mal, nee, nicht die letzte. Aber zu den Kinderbüchern war eine Frage. Genau, da kam nämlich vielleicht als Anschluss an diesen wundervollen Einblick in dieses Kinderbuch. Das kannte ich tatsächlich noch nicht und ich kenne ja einige Kinderbücher und finde das ganz spannend. Und zwar fragt eine Zuhörende, ich würde mich über Kinderliteraturempfehlungen freuen, um nicht-asiatischen Kindern asiatisches Leben in Deutschland präsent zu machen. Hast du vielleicht noch weitere Empfehlungen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde es vielleicht so handhaben, ich kann ja gerne meine PowerPoint auch zur Verfügung stellen und dass ich dann nochmal eine Folie mache mit Büchern, die ich gerne empfehlen möchte. Ne? Und ich habe auch die Bücher hier, ich könnte auch schnell ein Foto davon machen und es einhängen und es hat jetzt gerade nicht gereicht. Ne? Und vielleicht machen wir das so, dann würde ich das gerne nachreichen. Das sind einige, die ich ganz gut finde und teils auch von... Teils auch von weißen Leuten, das muss ich auch dazu sagen, ne? Die Sachen sehr gut wiedergegeben hat, was ich auch für asiatisch gelesen, asiatische Kinder empowern empfinde. Also was ich an Kinderbüchern mich manchmal sehr verunsichert, sind die Illustrationen und die Zeichnungen. Es gibt auch Bücher, die du wegen der Illustration auch nicht empfehlen würdest. Also auch sozusagen als Negativliste. Gibt es sicherlich, ne? Ich könnte aber keine Liste dazu machen. Ich habe die, glaube ich, ganz gut weggehalten von mir, ne, tatsächlich, oder mich nicht so damit beschäftigt, ne? Und würde sagen, die ich hier nochmal vorliegen habe, die ich auch für meine Kinder habe, dass ich die gut vertreten kann, ne? Unter meinem persönlichen Blick und vielleicht beurteilen das andere nochmal anders tatsächlich, ne? Aber ich kann mit dem, wie da die Darstellungen sind, sehr gut mitgehen, ne? Und finde die nicht. Teilweise auch so klischeebehaftet, ne? Genau. Oder nochmal überzogen, ne? Und das nicht. Teils auch, ne? Also die Mehrheit ist auch von Personen, die auch selbst asiatisch positioniert sind, ne? Okay, ja. Ja, ich bin jetzt gerade völlig überwältigt, noch am Sacken lassen von deinem Vortrag und am Sammeln der Fragen. Vielleicht im Anschluss nochmal auf den einen Punkt, den wir vorab ja auch schon besprochen hatten, auf den du auch nochmal eingehen wolltest, aber jetzt nicht eingegangen bist, und zwar um den Begriff selbst von anti-asiatischer Rassismus und eben halt auch die Kritik daran, vorgebracht wird, dass ja Asien ja ein viel größerer Kontinent ist und warum man dann von anti-asiatischem Rassismus spricht, aber sozusagen nicht Asien meint, sondern was sehr Spezifisches meint. Vielleicht kannst du da noch mal kurz darauf eingehen, auf diesen Begriff des anti-asiatischen Rassismus und den Diskurs, der damit verbunden ist. Ich kann dazu verschiedene Dinge sagen, ne? Und ich würde angefangen mit so Arbeiten von Kimika Suda und Kolleginnen, ne? Die auch nochmal dazu geforscht haben und die auch nochmal so Erhebungen gemacht haben und nochmal geschaut haben, wer wird damit auch gemeint, ne? Oder wer ist damit adressiert, ne? Und dass dann deutlicher wurde, dass vor allen Dingen unter dem, was so anti-asiatisch Rassismus sind, gewisse Personengruppen sind, ne? Und das sind nicht die Personen, die aus Zentralasien kommen, ne? Also aus Iran, ne? Oder weiteres, ne? Und jetzt auch nicht aus der ehemaligen Sowjetunion, ne, diesen ganzen Russland und weiteren Ländern, ne, Kasachstan und weiteres, ne, sondern auch stärkeren Fokus hat auf Südasien, ne, oder Südost- oder Ostasien, ne, mit Herkunft. Und gleichzeitig ist mein entscheidender Punkt darin, ne, und von anderen vielleicht wahrscheinlich auch, ne, ist die Rassifizierung. Ne? Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass nicht andere Personen, die aus Asien kommen, Rassismuserfahrungen machen. So ist es auch. Ne? Die Personen machen auch Rassismuserfahrungen, ne? Und ganz bestimmte Formen von Rassismus, ne? Die da erlebt werden, ne? Die teils vielleicht auch aus muslimisch geprägten Ländern vielleicht stärker als antimuslimischer Rassismus wahrgenommen wird, ne? Oder andere Formen von Rassismen sind, ne? Oder überhaupt Rassismus gegenüber People of Color. Ne? Aber was der entscheidende Punkt ist, was das vielleicht nochmal eine gewisse
weitere Stellung nochmal gibt, ist der Rassifizierungsprozess. Und das ist das, was ich, glaube ich, aufmachen wollte mit dem so den Diskurs, ne, Diskursformationen, die eine Konstruktion machen von wer ist asiatisch, ne? Wer ist asiatisch, ne? Und wer wird als asiatisch konstruiert? Und wenn es anti-asiatische Rassismus gibt, gibt es eine Zielgruppe und darunter fällt eine ganz bestimmte Personengruppe und es gibt welche halt nicht. Ne? Und die können genauso gut seit Generationen in den USA leben, ne? Die können seit Generationen in Deutschland leben, die können seit Generationen hier und da leben, ne? Und die machen die gleiche Erfahrung in gewissen Kontexten, ne? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weswegen das wichtig ist, das nochmal zu unterscheiden, ne? Und gleichzeitig, ne, darüber haben wir auch gesprochen, ne? Es hat eine gewisse Einengung, ne? Weil es eben auch eine gewisse spezifische Form ist von spezifische Form von Rassismus, und gleichzeitig sehe ich darin auch Potenzial des Empowerments, ne? Und das ist vielleicht der Begriff, der aufgemacht worden ist, noch geprägt ist von Nie und weiteren Kolleginnen, ne? Asiatisch-Deutschen, ne? Das finde ich ein einladender Begriff unter dieser Selbstpositionierung, Asiatisch-Deutsch, das aufzumachen, was asiatisch-deutsche Lebensrealitäten sind. Und das ist vielleicht für einige anti-asiatischer Rassismus und für andere auch nicht. Ne? Und für einige ist es vielleicht das und für andere auch nicht. Ne? Mhm. Und das vielleicht nochmal als Einladungsbegriff zu verstehen, in dem auch solche Sachen verhandelt werden. Und ich finde diese Verhandlungsprozesse in den Communities, ne, in den Personengruppen total wichtig, und da passiert gerade total viel. Ne? Und es gibt auch natürlich auch Momente, die sehr spannungsreich sind, ne? Weil auch darin, ich habe es versucht vorhin aufzumachen, ne, so auch Vorwürfe sind, ne, von Colorism, ne, also den Blick auf die Schattierungen, die auch eine Rolle spielen, ne, und auch so was aufmachen, ne, und das auch mit zu beachten, ne, in diesem ganzen Diskurs und auch so den Blick auf Brown People, ne, ne, auch zu richten, ne, oder auch so Aspekte von Verquickung von antischwarzen Rassismus mit antiasiatischen Rassismus, ne, auch so gerade von Kindern, deren, wo dann zum Beispiel in Vietnam, ne, oder in Ländern, wo auch US-Militärs waren, ne, schwarze GIs, ne, auch Kinder gezeugt haben mit asiatischen Frauen, ne, oder vietnamesischen Frauen, ne, und diese Personengruppe auch eine ganz bestimmte Form Rassismus auch macht. Und es sind ganz bestimmte Verquickungen, die da eine Rolle spielen, ne, und das einen ganz eigenen Blick braucht. Ja, ja. Jetzt war eine ganz direkte Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Wie war der Name der Person, die zu anti-asiatischem Rassismus geforscht hat, die gerade eben genannt wurde? Kimiko Suda. Der Artikel ist von der Bundeszentrale politische Bildung rausgekommen. Kimiko Suda. Okay, vielleicht können wir den Link gleich reintun und den Namen dahin. Ich hatte mit meinem PowerPoint den Anspruch, auch Sachen direkt zu verlegen, die ich gut finde, ne? Und deswegen auch teils auch eher die Widerstandsperspektiven auf so die Rassifizierung auch nochmal zu benennen, als eben die Rassifizierung selber. Und ich kann auch da nochmal ein paar Sachen reinbringen, noch Artikel, die ich nochmal empfehlen möchte als Vertiefung. Das hatte ich auch an anderer Stelle schon mal gemacht und das kann ich nochmal mit einfügen in die Kinderbuchliste und dann nochmal so eine Quellenliste machen in die PowerPoint. Das wäre super. Wir schicken nämlich die Aufzeichnung und die Links, die heute auch im Chat wir so fleißig geteilt haben, parallel zu deinem Vortrag, werden wir ja im Nachgang jetzt nochmal allen schicken. Dann können wir ja deine Sachen auch mit reintun. Genau, das können wir ja beim Nachgang nochmal besprechen. Was sagt unser Chat? Keine Frage, nur Anmerkung. Ich möchte sagen, Thorn, dass allgemein ganz, ganz viele Danksagungen im Chat zu finden sind. Also der Vortrag hat sehr viele Menschen sehr begeistert. Und eine Anmerkung, gleich zu Beginn habe ich nochmal gedacht, wie vehement normal anti-asiatischer Rassismus sich hält und ganz selbstverständlich sich weiter reproduziert. Ich musste zum Beispiel an die Serie Marco Polo und seine Reisen, ich glaube, auf Kika denken, die Millionen von Kindern sich anschauen. Oder auch die Spielliederbeispiele genannt wurden, ganz selbstverständlich in Kita-Schule weitergegeben werden, ohne skandalisiert zu werden. Dann gibt es noch eine Anmerkung. Ich finde es erst einmal toll, dass asiatischer Rassismus, wahrscheinlich anti-asiatischer Rassismus thematisiert wird. Das kommt leider oft zu kurz. Elterngruppen asiatischer Kinder finde ich gerade auf dem Land schwierig. Es wird oft auch gar nicht thematisiert, anders zu sein. Somit herrscht bei vielen Kindern oft gar nicht die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu benennen und aufzuarbeiten. Das sind sozusagen aus dem Chat so Anmerkungen, die mit uns geteilt werden. Dann ist noch mal eine Frage gewesen, ganz konkret direkt zu deiner Elterngruppe.
von der du ja erzählt hast und den Erfahrungen. Da ist die Frage, wurde das mal verschriftlicht oder ist in Planung? Was hat geholfen, was hat gut funktioniert, um in Kontakt zu bleiben, es gut zu gestalten? Also die Frage bezieht sich auf die selbstorganisierte Elterngruppe. Also die Gruppe hat auf jeden Fall einen sehr starken Wunsch, zusammenzubleiben, obwohl das Projekt jetzt vor ein paar Wochen ausgelaufen ist. Ne? Und das gibt Schade, es muss weitergehen. Nee. Ja, es geht auf jeden Fall, da habe ich mich versprochen. Also die Gruppe will auf jeden Fall zusammenbleiben. Ja, aber die Finanzierung geht ja, also das war ja so ein mini-finanziertes Projekt. Mhm. Ja. Ja, Finanzierung, ja, das wird auch irgendwo anders wieder klappen. Ne? Ich glaube, dass die Vorzeichen ganz anders gerade sind, als ich mit Empowerment Arbeit angefangen habe, ne, vor 12, 15 Jahren. Und wir, ne, auch wie schwierig es damals war, Auftraggeberin von Empowerment, BPOC, Empowerment, ne, und heute sind die Vorzeichen anders. Ne? Also in Fides Kreuzberg gab es ja viele BefürworterInnen, ne, die das auch gut geheißen haben. Ne? Und dass ich aber nochmal zu der Frage kommt, das ist alles so frisch, ne? Wir haben nicht mal viele Fotos gemacht, ne? Weil es alles so um dieses Erleben, Erfahren und drin sein und den Raum zu geben, ne? Und es gibt so viel Gesprächsbedarf, ne? Jedes Mal, wenn wir uns treffen, nutzen wir jede Gelegenheit, es sind auch Zoom-Sessions, ne? Oder auch nochmal dann reale Treffen. Und wir reden über so viele Themen, ne? Und was halt ganz schön ist, ne? Ist, dass ich gleich vom ersten Moment, ne? Nach der ersten Zoom-Session, die halt damals im ersten Lockdown gewesen ist, eine Person meinte, ne, zum Ende hin, ey, wenn wir uns aber jetzt in Präsenz treffen, dann müssen wir an unsere Asian Heritage denken, ne? Und dann müssen wir Essen mitbringen. Und seitdem reden wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, über Essen, ne? Und das kennen wir vielleicht aus unseren Familienkulturen, ne? Oder ne, Herkunftsfamilien, ne? Und vielleicht auch nur Gesellschaften, nach so herkommen, ne? Ich kenne es auch, dass meine Eltern, ne, sehr viel über Essen reden, ne? Und wie Gerichte zubereitet werden. Kürzlich meinte ich zu meiner Mutter, mein Bruder will das Gericht kochen. Und dann fängt es angefangen, wie das Gericht am besten gekocht wird, ne? Und so ist denn drauf, ne? Und dann ist er mich an dem teilweise fragt, ne? So, ey, wie geht's dir? Sondern hast du schon gegessen, ne? Das ist auch so ein Klassiker, ne? Mhm. So ein bisschen von mir zu sagen, ey, hast du schon gegessen, was du heißt, ey, geht's dir gut, ne? Und das ist alles das Schiff drin, ne? Es gibt auch einen Song von einer Gruppe, die das nochmal aufnimmt, ne? Das ist ganz nice, auch nochmal zu hören, ne? Als Song. Und auf jeden Fall, was so ganz gut ist, so die, der Bedarf, ne, und das Interesse, die Motivation, ne, die Lust, ne, und zusammenzukommen, ne, und gleichzeitig sind wir halt Eltern, ne, wir haben halt Familienverantwortung und alles halt auch alles, ne, und auch weiteren Verantwortungen, ne, und die auch sich nochmal widerspiegeln, ne, von wie können wir uns treffen, ne, aber dennoch haben wir viele Treffen hinbekommen und wollen uns weiter treffen, ne, und ich glaube, was hilft, ist dieses, der innere Bedarf, ne, und die, und vielleicht was uns auch nochmal hilft, ist, dass wir einen vielleicht geteilten, politisierten, machtsensiblen, rassismuskritischen Blick haben. Das haben alle Personen, die in der Gruppe sind, ne? Eine Auseinandersetzung mit Rassismus und einen Stellenwert in dem Leben, ne? Und die Bedeutung von Empowerment. Und das verbindet uns und dass wir wissen, dass wir unsere Kinder gut begleiten müssen, ne? Um die in dieser Gesellschaft, in dieser weißen Gesellschaft auch nochmal zu stärken, ne? Und ihnen dazu verhelfen, ne? Ganz eigenständige, ne? Und starke Persönlichkeiten zu werden. Ne? Oder wie mein spiritueller Lehrer, ne? Thich Nhat Hanh, ne? Auch sagt, become the best you can be. Ne? Ne? Das als Maxime zu haben, ne? Wirklich die beste Person zu werden, ne? Und zu reifen, die sie sein können, ne? Tatsächlich. Und das alles ist gerade im Wachsen. Und daher gibt es weder viele Fotos, ne? Ganz, ganz wenige Fotos, also Verschriftlichung. Und das wird alles vielleicht im Nachhinein kommen, ne? So, okay. Nach den Erfahrungen. Gleich den Anschluss darauf, jetzt von den Eltern auf die Kinder, ist eine Frage, hast du Methodenempfehlungen, um asiatisch positionierten Kindern, in Klammern, anti-asiatischen Rassismus zu erklären? Also Rassismus und anti-asiatischen Rassismus zu erklären oder ins Gespräch zu kommen. Also du hattest ja vorhin auch ja gesagt, dass du viele Gedanken gemacht hast, auch als du Vater geworden bist und eben halt als dein junges Kind diese Erfahrung gemacht hat, wie spricht man mit Kindern über Rassismus? Und in dem Fall ist die Frage, eben, ob du Empfehlungen hast, wie man vielleicht auch über anti-asiatischen Rassismus reden kann. Ich hab leider keine Empfehlungen, ne, sondern ich habe eher Wünsche, ne, die ich vielleicht aussprechen kann, ne. Ich dachte so, als ich nochmal mich vorbereitet habe, ne, das Buch, ne, was so, glaube ich, heißt das Buch, das Bauchschmerzen macht, ne. Und eigentlich würde ich mir so ein Buch auch bezogen auf Rassifizierung von asiatisch gelesenen Kindern, ne.
und gewissen Gesten. Ne? Und das war total gut, ne, sowas zu haben. Und vielleicht an eine Bitte, ne, ein Wunsch, ne, den ich gerade ins Universum raussende, ne? Das ist das, was gerade braucht, ne, für die Kinder. Ne? Und ich bin meinem Sohn im Prozess, ne? Es gibt so Sachen, die natürlich auch mit diesen Vorkommnissen, die passiert ist, ne, und anderen Situationen, die ich erlebt habe, auch teils in Kreuzberg, ne, die eben auch widerfahren sind, wo ich dabei war und auch gleich schützend auch da war, ne, wo wir darüber gesprochen haben, das irgendwie zu verdeutlichen. Und ich hatte kürzlich auch ein Buch, wo ich dann krasse rassistische Darstellung war. Und ich habe das dann abgebrochen, ihm vorzulesen, meinte, ich finde das schlimm, ne, und das beleidigen, ne, und ich sage ihm das auch, ne, in den Worten, ne, dass es ein gewisses, ganz vielen Menschen passiert, um diese Struktur deutlich zu machen, ne, die Dimension. Und auch nochmal bezogen auf mich, meine Familie, meine Eltern, meine Vorfahren. Ne? Also welche eine Familie, die ihr begegnet ist, als wenn Verdammt gewesen ist, um das für ihn zu konkretisieren. Ne? Und das sind so meine Wege dazu. Ne? Und habe aber keine guten Materialien, die ich empfehlen kann. Ne? Ich denke, es ist eben halt beides. Ne? Also es ist eben halt mit Kindern, die, also mit Rassismus erfahrenen Kindern, über Rassismus zu sprechen, ist die eine Seite, aber das, die ganze Identitätsentwicklung positiv aufzuladen über andere, wie Kinderbücher zum Beispiel oder Reisen, von denen du gesprochen hast, oder Familienkultur zelebrieren, Identität sozusagen positiv aufzuladen. Ich denke, das ist genauso wichtig. Also man muss sich auf beide Seiten man muss also ein Gleichgewicht halten, dass man eben halt beide Seiten bearbeitet als begleitende erwachsene Person. Also es geht auch total. Und es geht auch total viel um Geschichten, ne? Und das sind auch Momente, die ich auch sehr genossen habe, ne? Als mein Sohn angefangen hat, ne? Es war eins morgens, ne? Nachzufragen. Ich angefangen habe von unserer Fluchtgeschichte, ne? Einer Familie, ne? Als ich noch ganz, ganz klein gewesen bin, ne? Und meine Eltern mit Verwandten geflohen sind mit dem Boot, ne? Und es sind so interessiert hat und ich versucht, das sehr ins was an Alter angepasst, ne? Zu erzählen, ne? Was daran liegt, ne? Und davon gibt es natürlich auch gewisse Gegenstände, Artefakte, ne? Die ich auch irgendwann auch mit einblenden kann. Und die auch meine Mutter erzählen kann. Kürzlich meine Mutter die Tasche mir gezeigt, ne? Ich war am Sonntag da, ne? Und hat mir die Tasche gezeigt, mit der damals, ne, sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen für die Flucht, ne? Und die Tasche hat sie bis heute, ne? Und die sieht weiterhin so gut aus, ne? Die kann weiter verwendet werden. Und ich habe mich sofort wiedererkannt, ne? Weil ich die aus den Fotos kenne, ne? Und die ist 42, 43 Jahre alt, ne? Tatsächlich. Und solche Sachen, diese Geschichten, die empowern jenseits von Rassismus. Jenseits von Rassismus, ne, weil es eben die Geschichte ist, in die wir uns einlassen, ne, und die uns nochmal prägen und die uns verstärken können, weil wir davon lernen, ne, weil wir daran und Teil davon sind, ne, tatsächlich. Ne, und dieser Empowerment-Perspektive, die vielleicht eine Stärkungsperspektive auch für eine rassistische Gesellschaft, wie wir halt nochmal hier haben, ne, in Deutschland. Ja, ich würde gleich den Übergang sehen nochmal zu dem, was du jetzt auch gesagt hast. Du hattest jetzt am Anfang ja auch den Ausschnitt vorgelesen zum Eingang deines Vortrags. Und dazu gibt es eben halt auch noch eine Frage. Am Anfang hast du den Ausschnitt von Ocean Wong vorgelesen und über den internalisierten Rassismus gesprochen, der sich durch das viele Entschuldigen ausdrückt. Würdest du sagen, dass die in Klammern ostasiatische Erziehung da nochmal eine besondere Rolle spielt oder generell bei rassifizierten Menschen vorkommt? Also um das mit Ocean Boom zu beantworten, ne, er macht ja die Spannbreite noch weiter. Ne? Er erzählt auch von den Saisonarbeitern, ne, die aus den aus Mittel-Südamerikas kommen, ne, und auch diesen beschwerlichen Weg haben, ne, und die auch das als eine Form haben, diesen internalisierten Rassismus zu zeigen, ne, und sich in dieses Rollenmuster reinzubegeben, ne. Deswegen würde ich sagen, das ist weiter gefasst, ne, tatsächlich als das, ne, und ich würde auch nochmal Momente drin sehen, die auch mit Klassismus zu tun haben, ne, also wirklich dann in diesen ArbeiterInnen, ne, und auch beschwerlichen ArbeiterInnen-Jobs, ne, die auch damit verbunden sind,
ne, das zu internalisieren und diese Rolle anzunehmen, die auch einen Habitus bedeutet, ne, ein gewisses Verhaltensmuster, ne, das auch nochmal eine Artikulation bedeutet von lo siento, ne, sorry, ne, es tut mir leid. Und ich finde diese Stelle, wie es endet, ne, so stark, dass er, als er diesen Jungen kennenlernt, ne, die dann auch eine Liebesgeschichte wird, ne, oder eine Geschichte zwischen den zwei Jungen, ne, dann sich vorstellt als I'm sorry, ne? Sorry, ne? Und das ist so, zeigt, wie sehr das mal eingeht, ne, in die Persönlichkeit, Identität, ne, so, und ich würde es sehr weit fassen oder weiter fassen, ne. Okay, wir haben jetzt noch Nachzüglerfragen, vielleicht können wir ein paar Minuten ein bisschen länger machen, Thoran, oder musst du sofort gehen? Ein paar Minuten ist okay, okay. Aber ich würde es auch nicht übermäßig machen. Okay, dann ist es jetzt die letzte Frage, die NachzüglerInnenfrage. Ich habe auch immer die Sorge, als zweite Generation vieles aus der Kultur an meine Kinder nicht mehr so weiterzugeben, wie ich es gelernt habe, und dadurch diese Identitätsbildung nicht stattfindet, die ich dankbarerweise erleben durfte. Wie kann Mensch damit einen Umgang finden, die eigene Identität und Kultur in Anführungszeichen zu verlieren? Also dann, die Frage ist wahrscheinlich mit der dritten und vierten, also mit den weiteren nächsten Generationen gemeint, mit diesem in Anführungsstrichen verlieren. Das geht so ein bisschen auch, wenn man das so Migrationsforscher thematisch betrachtet, ist ja auch die Frage spannend, geht es denn überhaupt verloren oder haben denn die dritte und vierte Generation nicht auch nochmal einen anderen Umgang damit? Und also so wie ich das sozusagen von der Migrationsforschung kenne, Thoran, du kannst mich gerne verbessern, ist es ja auch so, dass die dritte Generation, vierte Generation nochmal selber auf die Suche geht, auf die Großelterngeneration sozusagen zu erforschen und Biografien zu erforschen und Migrationsströme und so weiter. Also ich würde das gar nicht sozusagen als ein Verlieren oder vielleicht nur ein temporäres Verlieren bezeichnen, weil es wird ja auch wiedergefunden. Oder würdest du das anders sehen? Ich glaube, dass viele Menschen, ne, die eine Migrationsbezüge haben, ne, dass das eine gemeinsame Erfahrung ist, ne, diese Suche, ne, nach der Herkunft, Vorfahren, ne, und die Geschichten, die dann verbunden sind, die Traditionen, ne, Rituale auch, ne, die da geflogen sind, die auch, und es gibt auch das andere auch, ne, es gibt diesen Moment dieser Erforschungsreise, ne, die eine eigene Erforschungsreise, die hatte ich auch, ne. Ich habe Ende Anfang 20 bin ich für mich jetzt eine längere Zeit nach Vietnam gegangen, nachdem ich ein halbes Jahr in Marokko war, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ne? Und das war auch davon getrieben, dass ich nicht so viel wusste wie über Vietnam, wie ich über Marokko wusste nach einem halben Jahr. Das hat mich total getriggert, ne? Oder gewurmt, ne? Zu wissen, ey, ich will auf jeden Fall wissen. Ich war einmal damals da. Ne? Und das hat auch vor allem geschuldet, dass wir damals als Geflüchtete damals nicht zurückkehren durften. Ne? Und das mit 13. Ne? Und dann war ich mit Anfang 20 dann für 10, 11 Wochen da. Und es hat mir so viel gegeben. Ne? Und es ist einfach dieses, ne, Erkunden. Und das kann ich sehen. Und das ist halt ein anderes Erkunden oder Kennenlernen, als natürlich die Generation meiner Eltern das ist. Ne? Und das macht halt das, was so Generationen ausmacht. Ne? Und gleichzeitig finde ich es wichtig. Ne? Also ich finde einerseits den Blick wichtig, Sachen weiterzugeben. Aber ich finde auch den Blick wichtig zu wissen, dass es für die nachwachsende Generation auch anders ist, ne? Und vielleicht nicht in dem gleichen Maße bedeuten, angenommen werden kann, gewollt wird, ne? Gewünscht wird, ne? Und vielleicht verschiedene Momente auch von Blockaden da sind. Und das ist, glaube ich, was wir noch mal kennen, ne? Wenn ich so auf, ne, auch hinschaue, das kenne ich auch aus verschiedenen Personen, die halt sich länger geweigert haben, ne? Dann auch da hinzugehen, ne? Und jetzt irgendwann angefangen haben, ne? Und das gab es dann irgendwelche Impulse, die was ausgelöst haben, doch da hinzuschauen, ne? Und die gibt es früher oder später oder auch gar nicht, ne? Und ich glaube, das ist so, wenn ich jetzt aus einer Elternperspektive schaue, finde ich es wichtig, das annehmen zu können, dass die nachwachsende Generation oder vielleicht auch meine Kinder ihre eigenen Prozesse haben können, genau, ne? Genau. Gleichzeitig, indem dass ich einen
Relevanz habe von das, auch was mir wichtig ist, weiterzugeben, ne? Und ja, sie aber das letztlich für sich deuten, ne? Und daraus ihr stricken, was vielleicht nochmal auch anders sieht und vielleicht, ne, Sachen, ne, so rassismuskritische Kämpfe nochmal anders supporten wollen, ne? Als ich es jetzt so, dann brauche ich anders nochmal verstehen, ne? Und das wäre vollkommen okay. Genau, also wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die jetzt sozusagen auch die zweite Generation, aber die nächsten Generationen, wenn man das Modell der Patchwork-Identität heranzieht als Modell, dass sozusagen die Kinder eben halt, indem sie in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Kontexten aufwachsen, sich ja dann auch ihre Identität zusammenbasteln. Und ich finde, wir sozusagen als Eltern können ja nur Angebote machen an unsere Kinder, um ein Teil ihres Patchworkes zu sein. Aber diesen Prozess müssen die Kinder selber machen. Aber wir müssen auch diese Angebote geben und gestalten, um eben halt ein Teil dieses Patchworks zu sein. Ja, was meinst du, ist das nicht ein schönes Abschlussbild, den wir sozusagen für heute setzen können? Oder hast du noch weitere Abschlussworte? Ich sag noch eine kleine Anekdote, ne? Damit schließe ich ab, und es ist ein total gutes Abschlusswort von dir, Nora, ne? Und zwar, ich dachte an die Situation, die ich hatte mit meinem Sohn, ne? Als er mich gefragt hat, ne, zu woran glaubst du denn, Papa, ne? Und woran glaubst du, ne? Und mich gefragt hat, ne? Und das sind gerade Prozesse, die halt auch mit Weihnachten gerade auch, also jetzt war es gleich vor ein oder zwei Jahren, ne? Ich glaube vor einem Jahr, ne? Und mich gefragt hatte, aber jetzt auch nochmal ein bisschen stärker sind, weil jetzt auch Weihnachten ansteht und das auch wir auch feiern, ne? Und gegen dem, wie ich es in meiner Familie kennengelernt habe, ne? Und ich meinte zu ihm, ich bin Buddhist, ne? Und ich bin praktizierender Buddhist, ne? Und für mich ist das und jenes wichtig. Und dann meinte er auch, ich möchte auch Buddhist sein, ne? Und ich dann sowas hatte, ja, das kannst du gerne sein, aber was bedeutet das für dich, ne? Was möchtest du denn als Buddhist machen, ne? Und gleichzeitig auch dieses Einladende, als auch nochmal ihn in einen eigenen Prozess zu begeben, ne? Ihm das nicht einfach zu machen, während gleich ich es auch gut finde, ne? Dass er sich da auch eine Position hat, mit der er sich am einnisten kann, ne? Tatsächlich. Und dass ihn ja in einen Prozess einzuladen, der vielleicht auch nie abgeschlossen ist, ne? Tatsächlich. Und das ist, glaube ich, das, was ich vielleicht als Anekdote unterstreichen kann, in Richtung für Angebote, ne? Die Angebote, die wir machen können, an denen unsere Kinder, ne, wachsen, ne? Und ihr eigenes draus stricken, ne? Identität oder auch, ne? Empowerment. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, Thorn. Ja, wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Ich danke allen Zuhörenden heute Abend. Es war wieder ein sehr spannender Vortrag, Thorn. Ich danke auch dir für deine wirklich sehr, sehr ausführlichen und tiefgehenden Input, die Bilder, deine PowerPoint. Ich bin immer noch sehr geflasht. Ich habe das Gefühl, ich gehe sehr bereichert heute raus, und ich kann sagen, wir haben das Glück, dass wir dich nächste Woche wieder bei PowerMe haben. Dankenswerterweise bist du ein Teil unserer Panelrunde, wo es um die Frage geht, zu Empowerment-Räumen mit rassismuserfahrenen Kindern, wo wir sozusagen kein Input machen, sondern zum Abschluss wollten wir ein Panel machen, wo es ganz klar auch um die Erfahrungen von Empowerment-Räumen und Empowerment-Arbeit geht. Und da können wir ganz viele Dinge, die wir auch heute jetzt auch zum Ende hin besprochen haben, nochmal vertiefen mit anderen Gästen, die wir haben werden. Und möchte euch alle verabschieden in den wunderschönen Feierabend. Mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Auch ganz herzlich an alle, ne, die ihr heute da gewesen seid, zugehört habt, ne, die Fragen gestellt habt. Und auch an dich, Nora, noch den Herrn, ne, für die Orga, ne, und Vorbereitung und Begleitung auch hier, ne. Für mich war es ein ganz großartiger Abend. Herzlichen Dank. Sehr schön. Dann tschüss.